Ah ja, die Trikots könnt ihr auch gewinnen. Ja. Wie denn? Hey yo, was geht ab meine Freunde? Patrick hier am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf PMTV. Meti ist auch mit dabei. Ibims. Und heute haben wir ja wieder mal ein besonderes Video für euch, denn es geht auch um eine besondere Sache, Meti. Genau, und zwar haben wir die Ehre, das Team of the Season der Bundesliga zu wählen. Und da hat uns EA gefragt, ob wir nicht Bock darauf hätten. Ihr wisst ja, PMTV, die Oldschooler von euch, wissen ganz genau, dass dieser Kanal mit FIFA und Fußball angefangen hat. Mittlerweile sind wir mehr in die Fußballszene gewechselt, sag ich mal. Aber FIFA zocken wir ja trotzdem noch. Haben wir vor ein paar Tagen noch gespielt, aber möchte ich nicht drüber reden, was da so passiert ist. Folgt uns dafür auf jeden Fall auf Social Media, Freunde. Und vielleicht gibt es demnächst nochmal ein Streamchen auf PMTV Gaming. Weiß man nicht, man munkelt. Und ja, deswegen wurden wir gefragt, ob wir nicht das Team of the Season der Bundesliga wählen wollen. Das Trikot finde ich ziemlich nice, weil das Bundesliga-Logo ja quasi hier drin, hier drauf ist. 19. Also genau, FIFA 19, Team of the Season. Ihr könnt auch noch abstimmen, Freunde, bis heute geht das. In der Videobeschreibung ist der Link, also macht das auf jeden Fall auch und schreibt in die Kommentare, wen ihr wählen würdet. Wir haben unsere Teams gewählt, jetzt schauen wir mal, wer das bessere Team hat. Ihr könnt auch mal in den Infokarten abstimmen oder in die Kommentare schreiben, ob der Patrick besser gewählt hat oder ich. Man muss direkt sagen, das ist so eine große Auswahl. Ich glaube, irgendwo wird es immer Unterschiede geben oder Meinungs- aber deswegen müsst ihr kommentieren. Deswegen seid ihr gefragt, Freunde. Wir werden jetzt gleich unser Team wählen. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Und wir hoffen, das Video gefällt euch. Lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und falls ihr neu seid, abonniert den Kanal kostenlos. Genau. Und Glocke aktivieren. Ab geht's, Leute. Genau das. Ah ja, die Trikots könnt ihr auch gewinnen. Ja, wie denn? Bleibt bis zum Ende dran, Freunde, weil die Trikots verlosen wir auch. Also schön mit der 19, habe ich komplett vergessen. Aber wie gesagt, ihr könnt die Trikots gewinnen. Also bis zum Ende dranbleiben. Let's go. So Leute, hier sind unsere Karten drin. Ja. Alle 11. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Torhütern an. Ja, meine Position, Freunde. Darf ich vorlegen? Ja, leg vor. Okay. Ich wusste echt nicht, wen ich nehmen soll. Und dann habe ich jemanden genommen, dem ich es gönnen würde, weil er die letzten Jahre immer so ein bisschen unterm Radar war. Und zwar Jan Sommer von Borussia Mönchengladbach. Ich finde, er hat eine richtig gute Saison gespielt, hätte es meiner Meinung nach verdient. Und deswegen habe ich ihn nominiert. Okay, ich habe ganz einfach Trapp nominiert hier. Kevin Trapp, unser Kollege, der war auch schon auf PMTV, Freunde. Genau. Servus, Freunde von PMTV. Leute. Die OGs wissen Bescheid. Ja, gute Saison hinter sich gehabt. Frankfurt generell eine Mega-Saison, auch in der Europa League, unabhängig von der Bundesliga. Ne? Also, ja, ich denke, Trapp war bei mir auch ganz knapp hinter Sommer. Ich habe mich für Jan Sommer entschieden, du für Kevin Trapp. Ne? Ja. Aber ich denke, beides klasse Keeper. Beide haben es verdient. Ja. So, kommen wir zur Abwehr. Wir fangen mit den Innenverteidigern an. Und da habe ich einen von meiner Lieblingsmannschaft in Deutschland, aber er hat auch einfach eine richtig gute Saison gespielt, und zwar Akanji. Habe ich auch, Freunde. Habe ich auch. Man muss einfach sagen, junger Kerl, ich denke, der hat auch gezeigt, dass er es drauf hat, diese Saison. Dortmund, zu diesem Zeitpunkt, wo wir das hier machen, wissen wir gar nicht, wer Meister ist. Wenn ihr es seht, wisst ihr es schon, Freunde. Ja. Und man muss auch dazu sagen, die ein oder andere Karte, die wir hier schon drin haben, die hat schon in FIFA 19 Team of the Season Karte bekommen, aber das Bundesliga Tots wird ja auch eine Bank haben. Das heißt, nicht wundern, das wussten wir vorher nicht, als wir das hier durchgegeben haben, unsere Wahl. Deswegen, falls ihr denkt, ey, was labern die für eine Scheiße, nehmt uns hier so ein bisschen Schutz. Deswegen, Akanji haben wir beide drin. Ich mache weiter mit meinem nächsten Innenverteidiger. Und zwar ist das alles im 3-4-3-System. Sorry, Freunde. Und zwar habe ich Niklas Süle von den Bayern gewählt. Hallo Miti, hallo Patrick. Schöne Grüße an PMTV von Niklas Süle. Und ich denke, der war bei den Bayern mit der solideste Innenverteidiger. Viele haben ihn belächelt, als er zu den Bayern gegangen ist. Oh, hinter Hummels, Boateng hat er keine Chance. Stimmt, ja. Aber er hat ganz klar gezeigt, dass er es drauf hat. Und ich habe den Willi dabei, Leute. Willi Orban von Leipzig. Finde ich, hat auch eine gute Saison gespielt, auch unterm Radar. Ja, finde ich auch so ein bisschen, aber ja, bei Leipzig generell einer der Leistungsträger, wichtig auch in der... Dein Lieblingsverein. Ja, man muss einfach mal sportlich gesehen sagen, wichtig in dieser zentralen Achse von, also fängt ja beim Innenverteidiger an, geht nach vorne in den Sturm, ist Willi Orban auf jeden Fall, hat eine richtig gute Saison gespielt. Und um die Abwehr zu komplettieren, habe ich dann für mich den besten Abwehrspieler dieser Saison, Joshua Kimmich. Haben wir auch schon getroffen. Ich auch. Also wir haben beide Kimmich gewählt. Ich glaube, der ist der Top-Vorlagengeber in der Liga, zumindest von den Abwehrspielern auf jeden Fall. Und generell
wir wissen ja, was Kimmich drauf hat, auch in der Nationalmannschaft. Ja. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Für mich war da ganz knapp noch dahinter Dani da Costa von Frankfurt. Der hat auch eine richtig geile Saison gespielt und auch geile Interviews gegeben, muss man einfach mal sagen. Ja, aber der Kimmich könnte ja zum Beispiel auch in jeder Weltauswahl nicht definitiv in der Top 11, aber ist auf jeden Fall schon in der engeren Auswahl auf dieser Position. Definitiv, sehe ich auch. Oder? Und deswegen Kimmich, ganz klare Sache für uns. So, der nächste Spieler, wir machen im Mittelfeld weiter, ist bei mir Sancho, Leute. Den würde ich mir auf jeden Fall... Bruder, den habe ich auch. Bruder, da darf ich mich nicht lumpen. Jadon also, Sancho. Ich denke, das ist... ja, da wollen wir nicht drüber diskutieren. Vielleicht der Youngster diese Saison. Ja, und also, ganz ehrlich, ihr wisst ja, ich bin Man United Supporter seit Tag 1. Den Mann würde ich mir bei Man United wünschen. Jetzt ist die Champions League nicht am Start, das wird schwierig. Aber, ja. Die Kriegs sind dahin gelangt. Sancho auf jeden Fall. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Warum echt nicht? Also, da kann ich auch nur sagen, einer der Spieler dieser Saison. Ich mache direkt weiter. Und zwar der nächste, auch von Dortmund. Nicht, weil ich Dortmund-Sympathisant bin, sondern einfach, weil er gut gespielt hat. Axel Witzel, der Mann mit den stahlblauen Augen, hat er im Mittelfeld richtig gut aufgeräumt. Ich war mehrmals im Stadion gewesen und jedes Mal hat der Mann richtig geil gespielt, auch das ein oder andere Tor gemacht. Deswegen, das ist mein Mann. Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen umsortiert, aber den Axel Witzel habe ich auch drin, Freunde. Schießt du dich mir an, ne? Ja, kann ich nur so sagen. Es ist auch ein sehr sympathischer Kerl, habe ich auch schon im Rahmen eines Events treffen dürfen. Wirklich cool drauf, sehr höflich und wie der Patrick schon gesagt hat, der ist auch so einer, der fällt im Spiel meistens durch die Frisur auf, aber der macht halt auch spielerisch sehr viel der aus. Macht deswegen richtig die Drecksarbeit, deswegen ja. Axel Witzel auch eine Top-Verpflichtung vom BVB da gewesen. Nächster bei mir, Goretzka. Oh, ja, auch nicht schlecht. Also wie hast du denn? Ich habe mich für einen anderen Youngster entschieden und zwar auch nicht Kai Havertz, Freunde, von Bayer Leverkusen. Eins muss ich zu diesem jungen Mann sagen, Freunde, und zwar ist der, finde ich, das sieht man auch in Statistiken, glaube ich, mit Mbappé und so in dieser Altersklasse mit der krasseste. Und ja, mal gucken, wo er in der Zukunft spielen wird. Vielleicht auch einer für Man United, weil ich glaube, die Insel lockt solche Spieler natürlich auch. Ja, aber der ist körperlich noch nicht so reif, denke ich mal, für die Insel. Ja, aber der ist schon richtig stark, muss man sagen. Ist er schon. Also ich glaube, also ich kann deine Wahl verstehen, aber ich hoffe, du kannst auch meine Goretzka Wahl. Ja, Goretzka hat auch eine überragende Saison gespielt, okay. Aber ich habe es Kai Havertz einfach gegönnt. Und ich habe es eben noch gesehen, der ist auch Player of the Month geworden. Also ist schon berechtigt. Auch Goretzka natürlich ein überragender. So, schauen wir nochmal auf den nächsten. Ich denke, da haben wir wieder den gleichen. Und zwar Marco Reus. Den haben wir beide, das Freunde. Das ist mein Mann, auch immer verletzt, so wie ich. Ja, aber ich glaube trotzdem, wenn er mit ist. Einer der Spieler der Saison. Ich muss sagen, ganz klar, gegen Schalke, das war so ein Knackpunkt, wo er auch die rote Karte abgeholt hat. Und wie gesagt, ihr wisst momentan zu diesem Zeitpunkt, wer Meister geworden ist. Ich bin mir, also nur um euch das nochmal mitzugeben, ihr wisst das jetzt schon, wir noch nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob die Bayern das machen. Also mein Kopf sagt Bayern, mein Herz sagt BVB. Ich bin da ganz neutral, Freunde. Du würdest aber den BVB auch gern, komm, sei ehrlich. Ja, vor allem nach so einem Titelrennen. Ne? Also ich bin ja generell froh, dass es am 34. Spieltag noch spannend, also noch nicht entschieden war. Deswegen... Da hat Marco Reus auch seinen Teil zu beigetragen, deswegen vollkommen zu Recht, denke ich auch bei uns in beiden Tots drin. Ja. Und jetzt, Patrick, jetzt kommen wir zu den Angreifern. Creme de la Creme, würde ich sagen. Da sind wir ja fast gleich. Fast gleich? Ja, fang mal an. Wen willst du zuerst zeigen? Zeigen wir jetzt erstmal den Jovic. Den Luka Jovic, den habe ich nämlich auch, Freunde. Für mich ganz klarer Fall. Frankfurt. Laut Sky Sport Information habe ich mir auch eben sagen lassen. Mitten im Raum. So ja, ist der Deal wohl fix zu Real Madrid. Und das finde ich schon Hammer. Ich glaube, in Frankfurt wird jetzt die eine oder andere Party geschmissen mit der Kohle. Auf jeden Fall. Da kann man einiges mit Frankfurt überragende Saison gespielt mit einer der Top-Spieler dieser Saison. Deswegen Jovic, ganz klare Sache für mich. So, und dann sollen wir den nächsten Mal, den wir gemeinsam haben. Nee, erstmal so. Okay, erstmal. Und zwar, ich bleibe in Frankfurt und da habe ich mich für Sebastian Haller entschieden, Freunde. Für mich auch ein überragender Mann. Tore gemacht, Vorlagen gegeben, geackert für die Mannschaft. Und ich finde, der wird auch noch so immer bei Jovic, Rebic, Kostic, die ganzen Kostic und mit Ichs am Ende. Da fällt der immer so ein bisschen, auch hier fliegt auch unterm Radar. Deswegen für mich Sebastian Haller. Der Haller. Nee, Spaß, Leute. Der nächste bei mir ist Timo Werner. Ihr wisst, ich feiere Timo Werner persönlich sehr. Hab ihn auch damals in der Phase, wo er noch die Hatewelle hab, auf einem Event kennengelernt. Und persönlich finde ich ihn super sympathisch, muss man wirklich sagen. Der war echt cool. Und ich finde, wie gesagt... Auch eine gute Saison gespielt. Eine gute Saison gespielt. Die WM war echt schwach, muss ich ehrlich sagen. Aber dann hat er sich wieder ein bisschen gefangen. Ja gut, jeder hat so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass Timo Werner so wieder den Sturm ein bisschen belebt. Hat er nicht. Ja, aber die Frage jetzt, ist, wo er hingeht. Das ist auch so eine Sache. Die Bayern, vielleicht sogar Dortmund, habe ich gelesen. Das ist immer meistens. Aber wenn er nicht in der Bundesliga wechselt, dann ist er auf jeden Fall ein Kandidat für England.
mit seiner Schnelligkeit. Auf jeden Fall. Ja. So, wollen wir den letzten noch machen? Haben und, wir wieder gleich. Ich glaube, ja. Da gibt es nicht viel zu diskutieren. Und ich weiß nicht, was am letzten Spieltag passieren wird, aber wenn da nichts Ungewöhnliches passiert, wird Lewandowski auch Torschützenkönig. Und ja, deswegen, ich denke, der Torschützenkönig muss einfach auch ins Team of the Season. Also natürlich. Das wäre, wo sind wir denn, wenn wir den nicht reinwählen würden? Also auch wenn er natürlich immer scharf kritisiert wird in den großen Spielen gegen die Gegner, trifft er ja nicht und hin und her. Aber man muss auch ganz einfach sagen, ist ja bei Ronaldo, Messi genauso, wenn die einmal ein Scheißspiel haben, werden die auch direkt kritisiert. Das ist halt ein Weltklasse-Spieler. Das ist halt einfach bei den, auf dem Niveau wirst du halt oft auch kritisiert, wenn du mal eine Scheißphase hast. Ist bei Werner ja genauso. Ja. Der wird dann auch direkt, was ist mit dem los? Deswegen Lewandowski, denke ich, auch vollkommen zu Recht im Team of the Season bei beiden von uns. Und ihr seht auch jetzt unsere Teams nochmal in der Aufstellung hier auf dem Rasen. Und ihr könnt, wie gesagt, abstimmen, in die Kommentare schreiben, was ihr anders gewählt hättet. Und ihr könnt, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung den Link benutzen, um noch selber abzustimmen, um diese Spieler in FIFA 19 ins Team zu wählen und dann mit diesen auch zu zocken. Und ich denke, das Team wäre, oder beide Teams wären schon richtig heftig. Ja. Und wir sind gespannt auf die Karten, wir sind gespannt auf eure Wahl. Und ja, wir bedanken uns bei EA für diese Möglichkeit. Deswegen, ihr könnt jetzt die Trikots gewinnen. Wie? Ganz einfach, Freunde. Abonniert diesen Kanal. Dann folgt das Video liken. Genau, Video liken, wie immer. Support ist kein Mord. Folgt uns dann noch auf Instagram, weil darüber kontaktieren wir euch. Ist auch eingeblendet. Und schreibt euren Instagram-Namen in die Kommentare. Dann seid ihr dabei. Ganz einfache Geschichte, Freunde. Deswegen Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es in der Kreisliga weitergeht. Und in den Kommentaren. Genau das. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.